Falcon 4.0. Der Name lässt Simulationsfreaks auch noch heute wohlige Schauer über den Rücken laufen. Und hier ist sie jetzt, die abgedatete Version Falcon 4.0 Allied Force. Hallo und willkommen zu unserem Videotest. Falcon 4.0 bleibt auch mit Allied Force eine hochkomplexe Simulation der F-16 Fighting Falcon. Das wollen wir gleich mal beweisen, indem ich hier vorführe, welche Schritte alle notwendig sind im interaktiven Cockpit, um eine F-16 aus dem Kaltzustand zu starten. Als allererstes müssen wir die Turbine anlassen. Dafür haben wir jetzt gerade schon die Batterie angeschaltet. Jetzt machen wir hier unsere Landelichter, besser gesagt unsere Startlichter an, auf dem linken Panel. Wir machen jetzt erstmal hier den Sprit an. Ohne Sprit springt natürlich die Turbine nicht an. Dann klicken wir uns rüber wieder aufs rechte Panel, stellen die Luftzufuhr fürs Triebwerk auf Normal. Das haben wir jetzt gerade gemacht und jetzt können wir auch gleich starten. Noch schnell hier den Fuel Selector Switch checken. Der steht auf Normal, das ist auch alles richtig. So, und jetzt Zündung. Das Ganze muss man übrigens nicht so machen. Es gibt bei Falcon 4.0 eine Option. Wir können entweder an der Rampe starten. Das ist das, was wir gerade hier machen. Das heißt, wir sitzen in einer abgeschalteten F-16 und müssen sie selber mit Checkliste auf dem Schoß, die mir übrigens der Simon Fistrich vorgelesen hat. Vielen Dank, Simon. Die Kiste anschalten. Oder wir können auf der Runway starten oder auf dem Taxiway. Das heißt, Taxiway, wir müssen auf die Startposition erst noch rollen. So, aber unsere Waffensysteme und unsere Avionik ist immer noch nicht eingeschaltet. Das machen wir jetzt hier auf dem hinteren rechten Panel. Schalten die Navigation auf Kalibrierung. Und schon sind die beiden Multifunktionsdisplays, kurz MFDs, links und rechts über den Knien aktiv. So, jetzt schalten wir hier rechts noch unsere Waffenaufhängungen ein, aktivieren die. Schalten das Radar, den Radarhöhenmesser gleich noch ein. Und jetzt erstmal wieder rüber. Zack, das schalten wir auch noch ein. Genau, das Radar wird erstmal auf Standby geschaltet. Es dauert auch eine Zeit, bis die Systeme kalibriert sind. Jetzt haben wir hier gerade an der Taste unten links das HUD eingeschaltet. Das ist gerade, leuchtet gerade grün auf. Jetzt aktivieren wir auf dem linken Panel hier noch unsere Gegenmaßnahmen, Chef und Flare, stellen das Ganze auf manuell. Und das hat jetzt gerade unseren Schleudersitz aktiviert, besser gesagt scharf gemacht. Aktiviert nicht, dann würden wir jetzt hier am Schirm hängen. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis das interne Navigationssystem kalibriert ist. Das überspringe ich jetzt einfach mal mit Zeitbeschleunigung und schalte es jetzt, ja, jetzt ist es kalibriert und schalte es jetzt auf Navigation. Schalte hier endgültig das Radar, den Radarhöhenmesser ein. Und jetzt müssten wir eigentlich gleich bereit sein. Jetzt schalten wir die Parkbremse aus, zack. Und die Lichter von Park auf Taxi. Das heißt, wir sind jetzt bereit, von unserem Abstellplatz zur Startbahn zu rollen. So, Tower gibt uns Clearance. Das bedeutet Schubregler nach vorne und wir rollen an. Auf dem Flughafen ist es relativ simpel, zur Startbahn zu kommen. Wir müssen hier nur dem sehr, sehr kurzen Taxiway folgen. Da vorne sehen wir schon das blinkende Licht. Das bedeutet, dass da gleich die Startbahn kommt. Das kennt man ja auch vom Urlaubsflug. Da sieht man das ja auch manchmal, wie die Start- und Landebahn beleuchtet sind. Das ist bei der Militärfliegerei auch nicht viel anders. So, jetzt biegen wir noch links auf die Rollbahn ab. Rollbahn 3.0. Dann halten wir an. Reduzieren den Schub und bitten erneut den Tower um Erlaubnis, diesmal um die endgültige Starterlaubnis. Tamper 2-1. Request clearance for departure. Tamper 2-1. Ljubljana. Tower. Position and hold. Ja, was jetzt hier relativ einfach eigentlich aussah, ist das Ergebnis von doch recht langen Trainingssessions. Bevor ich das für die HEFT-DVD aufgenommen habe, habe ich natürlich das Prozedere 2-3 Mal vorher durchexerziert mit Kollegen Fistrich an meiner Seite, der mir die Checkliste vorgelesen hat. Das Spiel, kann ich jetzt hier am Rande ja auch mal erwähnen, wo ich gerade dabei bin, kommt mit einer PDF-Datei fürs Handbuch. Und halten Sie sich fest, es sind 716 Seiten. Wenn man alleine nur die Tastaturbelegung als Liste sich ausdruckt, ist übrigens auch alles auf der CD vorhanden, kommt man auf 15 Seiten eng bedruckten Papiers. Und ein weiterer Vorteil des Spiels ist, und das sehen wir jetzt hier gerade in dem kurzen Doc-File, den ich noch aufgenommen habe für Sie, der Freeze-Mode, so eine Art Pause-Modus. Allerdings können wir im Freeze-Mode, den wir mit Umschalten und P aktivieren, sämtliche
Funktionen des Cockpits weiterhin nutzen. Das heißt, wir können alle Schalter umlegen und die funktionieren dann auch. Das Radar funktioniert und kann auch genutzt werden, um feindliche Ziele aufzuschalten. Natürlich ist es ein bisschen unfair, aber es sind ja schließlich nur Computergegner, gegen die wir antreten. Ja, während wir hier gerade den sowjetischen Bomber abschießen mit unseren Raketen, erzähle ich noch ein bisschen was zur Kampagne, die auch heute noch einzigartig ist im Simulationsbereich. Die Kampagne spielt entweder in Korea oder das ist neu auf dem Balkan. Und das Besondere an der Kampagne ist, dass sie halt nicht um den Spieler herum gestrickt ist und sich komplett um den Spieler dreht, sondern wir haben wirklich das Gefühl, dass wir nur in Anführungszeichen ein Schräubchen im Getriebe sind, das halt an dem globalen, besser gesagt lokal begrenzten Konflikt beteiligt ist. Das heißt, im Hintergrund läuft die ganze Zeit ein kombinierter Luft-, Boden- und Seekrieg ab und wir werden auch ständig im Kampagnenbildschirm über die Fortschritte oder die Rückschläge in der Kampagne auf dem Laufenden gehalten. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eine Mission, die wir fliegen, den ganzen Krieg herumreißt, was ja in normalen Simulationen in Anführungszeichen eigentlich der Regelfall ist, dass wir den Kriegsverlauf entscheidend bestimmen können als einzelner Pilot. Zum Schluss nochmal kurz zurück zum Thema Realismus. Falcon 4.0 ist natürlich immer noch die wohl realistischste Kampfjet-Simulation, die es gibt auf dem Markt, nach all den Jahren, erstaunlich. Man kann den Schwierigkeitsgrad so weit zurückskalieren übrigens, dass das Spiel sich ähnlich leicht spielen lässt wie damals Strike Commander, die F-16-Action-Simulation von Origin. Allerdings denke ich mal, der eigentliche Reiz des Spiels liegt natürlich darin, die Waffensysteme auf realistisch zu beherrschen. Dafür allerdings muss man wirklich gerade in der Anfangszeit mit dem Handbuch auf dem Schoß spielen.